Nach drei Tagen mit Inzidenzwerten über 100 hat Hamburg am Freitag die Corona-Notbremse gezogen. Und damit werden ab morgen die erst Anfang vergangener Woche vollzogenen Öffnungsschritte wieder zurückgenommen. Das hat der Bürgermeister Peter Tschentscher vor wenigen Augenblicken gesagt. Wir hatten am Dienstag im Senat bereits darauf geblickt, wie die aktuelle Infektionslage sich entwickelt und waren sehr besorgt über die Zahlen, haben deshalb entschieden, dass wir keine weiteren Öffnungsschritte vornehmen. Der Bund-Länder-Beschluss sieht ja eigentlich vor, dass am 22.03., also am kommenden Montag, weitere Öffnungsschritte erfolgen können, wenn Regionen oder Länder unter 100 in der 7-Tage-Inzidenz liegen. Wir haben entschieden, dass wir diesen Schritt auf keinen Fall vornehmen, sondern dass wir die Notbremse umsetzen, die beschlossen worden ist, wenn die Inzidenz für drei Tage den Wert von 100 überschreitet.